So, Hallihallöchen, Hans Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die Kristalledition. Wir sind im Zinnturm bei Suicune. Oder Suicune? Kune? Keine Ahnung. Und versuchen, es zu fangen, irgendwie. Also im letzten Part hat es schon richtig geil geklappt mit den Hyperbällen. Also maximal zweimal hat es gewackelt. Und auch jetzt sieht es wieder super aus. Ach komm, Suicune. Fühl dich jetzt nicht so. Lass dich einfach fangen. Lass dich einfach gehen, ja? Im Pokéball ist es eh viel bequemer, ne? Ah ja. Einmal, Mann. Es hat einmal gewackelt. Das nenne ich... Das war sehr gut. Vergleichsweise zu den anderen Malen. Komm schon. Einmal. Ihr müsst rechnen, ne? Ja, pro Hyperball 1200 Poke. Das ist viel. Vergleichsweise. Und die benutzten Pokebälle kann man ja auch nicht irgendwie vom Boden wieder aufklauben und Recycling machen. Nee, geht nicht. Also nochmal ein Hyperball. Ich will jetzt nicht den ganzen Part hier Suicune fangen wollen. Scheiße. Jetzt machen wir mal weiter Regentanz. Doch, Hyperball. Noch einen. Einmal. Hey, warum wackelt es denn maximal einmal, ey? Komm schon, nochmal. Klatsch rein. Einmal? Zweimal? Nein. Es war das zweite Mal, zweimal wackeln, ey. Mies. Diese Anspannung, ey. Okay. Verdammt. Und Suicune greift irgendwie gar nicht mehr an. Sondern macht nur noch Silberblick und Regentanz. Okay, kann ich mit leben. Komm schon. Einmal. Ah, es macht noch mehr Silberblick. Ja, ja, komm, Verteidigung. Ist eh für'n Arsch. Ich glaube, Raikou und Entei wollen wir nicht fangen. Nö, das lohnt sich nicht wirklich. So, warte, Beutel. Und wo war's hier unten? So, hör auf zu piepsen. Ich höre doch, dass du verletzt bist. Silberblick. Und nein, nicht Kampf. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Hyperball. War aber knapp. Verdammt. Es hat aufgehört zu regnen. Ha! Jetzt bist du geschwächt. Jetzt gibt's hier... Fuck. Was haben wir denn sonst noch für Bälle? Haben wir auch einen Ball mit einer Fangrate von 4 und nicht 3? Köderball und Superball. Ne, und Pokéball. Wow, wir haben noch normale Pokébälle. Cool. Das wär's jetzt, wenn es da mehr wackeln würde. Einmal. Ach komm, wackel häufiger. Ich will echt nicht den ganzen Tag damit jetzt vollbringen hier. Ich glaube, einfach weil der Part sonst zu langweilig wird. Nope. Aha, ja. Mhm. Nein, aha. Hyperball, ja, knapp daneben. Einmal noch. Ja, nochmal. Scheiße. Fuck.
Okay, Moment, kurz Trank. Tudum. Okay, geheilt. Und weiter geht's. Aha, ja. Hyperball, ja. Hyperball, ja, aha, aha. Hey, wir haben Suicune gefangen. Es hätte eigentlich sogar noch 5 Minuten gedauert oder so. Mann, war das nervig. Was ist es? Ein Polarlicht. Dieses göttliche Pokémon rennt über das Land. Es ist ständig auf Suche nach purem Wasser. Ja, das ist der... Was ist das? Das ist... Das ist Quentin, komm. Quentin. Und Ende. Yay! Cool. Alter, gleich mal Fans hier. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Einen derartigen Kampf habe ich noch nie gesehen. Ja, der war spannend. Das hat mich sehr beeindruckt. Suicune war stark, aber du warst noch unglaublicher, Peter. Ich hörte, dass Suicune mystische Kraft ein regenbogenfarbenes Pokémon anlockt. Vielleicht zeigt sich dieses Pokémon nach dem, was sich heute ereignete. Ich werde diese Legende noch einmal nachlesen. Danke, dass ich diesen Spitzenkampf beiwohnen durfte. Bis dann, Peter. Ja. Und ihr drei? Sind einfach mitgekommen. Als der Brostum abbrannte und 3 namenlose Pokémon vorher umgekommen sind. Eine Tragödie. Jedoch, ein regenbogenfarbenes Pokémon. Genauer gesagt, Ho-Oh! Oho, kam vom Himmel herab und erweckte die 3 Pokémon wieder zum Leben. Es sind Suicune, Entei und Raikou, so lautet die Legende. Ja, ich kaufe mir Pokebälle. Kann Quentin Whirlpool erlernen? Ja, wir benutzen jetzt einfach legendäre Pokémon als VM-Sklaven. Kann er... Ja... Ach, Stan kann's auch. Nein, warte, worum ging's mir denn? Stan kennt Whirlpool. Ja, dann ging's um Kaskade. Genau. Kaskade. Mhm. Scheiß Regentanz, ey. So. Dann fliegen wir einmal kurz zum Pokémon Center, heilen uns und kaufen vor allem Hyperbälle, falls wir jetzt gleich auch noch auf Ho-Oh treffen. Der die Pokémon in unserem Team einfach wiederbeleben kann, weil er scheiße OP ist. Laut Legende. So, dann würde ich sagen, wir kratzen unser ganzes Erspartes zusammen und kaufen nur Hyperbälle. Ja, klingt gut. Na, willkommen. Und wir verkaufen unsere Pokebälle. Na, ganz ehrlich. Wow. Und Killerball. Ah, ne, den lassen wir. Aber die Superbälle können weg. So, das hat uns jetzt einiges an Hyperbällen gekostet, ey. So. Bei dir kann man keine Hyperbälle kaufen. Was für ein Scheißmarkt. In Ebenholz City sollte man die kaufen können. Theoretisch. Na, 99 kann man uns nicht leisten. Ah, sollen wir mal 50 kaufen? Ja. Dann haben wir immer noch was auf Reserve. Ich meine, 50 für... Jetzt kommen noch 2 legendäre Pokémon. Das sollte in Ordnung sein. Und du darfst wieder zurückfliegen. Hallo. Ja, wir sind die, die Suicune gefangen haben. Hallo. Autogramme gibt's später und so. So, was? Ihr habt euch verteilt?
Ja, du kommst wieder mit der Geschichte. Ja, ja, hast uns gerade schon zugelabert. Ja, ja, ja. Ja. Ach, guck mal, da wackelt schon wieder die Mitte. Ist der Turm hier auch mit einem riesigen Knuffenser oder was? Geht's hier noch irgendwo hoch? Hä? Kann man hier nicht Ho-Oh fangen? Beim Turm würden eure Freundschaften und Hoffnungen zwischen Pokémon und Menschen zu verfertigen. Das war vor 700 Jahren. Aber diese Maxime ist noch heute gültig. Oder müssen wir jetzt mit der Klarglocke zu den Strudelinseln? Verdammt. Gehen wir nach Anemonia City. Haben wir Top-Schutz? Fuck, gleich mal nachschauen. Sonst müssen wir das auch noch kaufen. Fluchtseil, Superschutz 3 und Top-Schutz 1. Kritisch. Sehr, sehr kritisch. Scheiße, hier hat es keinen Markt. Ach komm! Wir haben jetzt die zwei unproduktivsten Parts überhaupt. Ich krieg nichts gebacken. So, nochmal ein Markt. Moin! Ich hätte gerne alles. Top-Schutz. Stück. So, sollte reichen. Ripp unser Geld, ey. Jetzt aber. Auf zu den Strudelinseln. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo der Eingang ist. Dum, 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 dum. Wir müssen einfach irgendwelche Strudel finden. Da habe ich auch schon einen. So, hallo? Ein Strudel möchtest du bei Pull einsetzen? Na klar. Ach, das macht die Strudel ganz weg. Aha. Cool. So. Ach, super. Blitz brauchen wir auch. Jetzt kommen sie hier aber. Du kannst Blitz. Ah, endlich sehen wir... Nochmal Wasser? Wasser oder Leiter? Oder nochmal Leiter? Hyperball. Okay, cool. Gehe ich hier richtig rum? Links gibt's ein Item. Scheiße. Hier gibt's auch ein Item. Und noch eine Treppe. Oh, wetten, die sind jetzt... Alle Höhleneingänge sind so richtig hässlich verwurzelt. Scheiße. Ach, wir haben noch ein Nugget. Cool. Spezialwert geht an Roland. So. Hoch und dann hat es hier wahrscheinlich einen Ausgang, ja. Haha! Okay, die sind alle irgendwie verwinkelt und verwurzelt und was auch immer. Wo gibt's den Meisterball? Gibt's hier was? Nö. Gut, dann schieb mal den Stein aus dem... Blöder Schutz, ey. Warte, der war hier oben. Schieb mir dich aus dem Weg. Tisch, Tisch. Und ein Fluchtseil. Cool. Und hier hat es dann wahrscheinlich die andere Leiter nach oben. Yep, okay. Dann haben wir keine Sackgasse. Sondern nur den einen Weg nach oben. Nee. Hä? Fuck, wir sind komplett im falschen Eingang gewesen. Wir müssen doch woanders hin. Scheiße. Okay, nochmal raus. Also das ist der falsche Eingang.
Fliegen wir nochmal nach Anemonia City. Und dann, ja, sehen wir uns da im nächsten Part wieder und erkunden einfach so die Strudelinsel nochmal von vorne. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.